Moin, liebe Leute, willkommen, hallo, ja, Hallöchen, Sparks, genau, dankeschön. Zurück zu Spyro 1 für die PlayStation 4 in der Reignited Trilogy und Leute, something weird just fucking happened. Ich hatte gerade einfach das Spiel angemacht und bin in dieser Mitte von dieser Plattform hier gespawnt. So, dann habe ich alles eingerichtet, auf einmal den Home-Knopf gedrückt, das Spiel wieder angemacht und plötzlich stand ich hier. Viel weiter rechts, ich stand genau hier und ich habe mich kein Stück bewegen, auch die Controller nicht und dann mache ich das Spiel einmal kurz weg und wieder auf und plötzlich stehe ich hier. What the fuck? Ich bin etwas konfusiert. So, liebe Leute, es gibt News und zwar schöne News. Erstmal gibt es nicht so schöne News. Ich habe offscreen ein paar Edelsteine, ein paar Gems hier aufgehoben in dieser Welt. In der Traumweberwelt, die ich jetzt niemals in der Aufnahme zeigen werde. warum? Es hat einen Grund. Ich wollte etwas hinter mich bringen. Wie ihr vielleicht wisst, war hier der Wildnisflug und der Kristallflug. Wie ihr seht, die sind jetzt auf 100%. Ich habe mir die Scheiße gegönnt, direkt nach dem 16. Part, direkt nach der letzten Aufnahmesession. Das war für mich gestern Abend oder vorgestern Abend. Was haben wir für einen Tag jetzt? Mittwoch. Dann habe ich keine Ahnung, wann das war. Ich glaube, vorgestern Abend, oder? Was gestern? Ja doch, es war definitiv gestern Abend. Da habe ich Part 16 aufgenommen, dann dachte ich mir danach, Digga, komm, die beiden Flüge packst du jetzt noch. Und dann dachte ich mir, Digga, scheiß drauf, du machst den letzten Flug gleich noch mit. In der Hoffnung, dass es der letzte Flug ist und nicht noch einer kommt. Aber dann habe ich jetzt erstmal die Scheiße hinter mich gebracht und ich sage euch, der letzte Flug, ja, ich zeige dir natürlich in der Aufnahme auch noch einmal kurz rumfliegen. Aber der war so frustrierend, weil der war an sich wirklich mega einfach vom Zeitlimit her. Vom Zeitlimit wahrscheinlich von allen mit Abstand der einfachste. Aber die mehr denn je habe ich gemerkt, dass Spyro einen Wendekreis von 15 aneinander geklebten Panzern hat. Ah. So, und jetzt gehen wir erstmal ins erste normale Level hier. Ich muss erstmal schauen, also ich habe auf dem Weg, aber zu dem Level jetzt nicht alle Gegner besiegt und nicht alle Edelsteine aufgesammelt. Ich habe das wirklich nur so ganz grob gemacht. Also ich muss mal wirklich gucken, was ich hier dann jetzt schon gemacht habe und was noch nicht. Das da drüben habe ich auf jeden Fall in der letzten Aufnahme ja schon gemacht, also die Insel. Aber ich muss immer kurz noch einen Pilz holen für HP. So, und jetzt gehen wir in die Spuktürme. Ob das das Stadtlevel ist oder das Höhenlevel oder das normale Level, weiß ich nicht. Reisen nach Spuktürme. So, ich muss jetzt doch noch einmal ganz kurz hier im Stativ was drehen. Lasst euch davon mal kurz einfach nicht stören. So. Das sollte jetzt eigentlich wieder eine gute Höhe sein. So. Geht es langsam tiefer? Ah, es rutscht langsam ab. Es hält das Gewicht von meinem Mikrofon nicht aus. Da muss ich mir doch nochmal ein anderes Stativ zulegen. Oder, ne, Moment mal, nee, das geht überhaupt nicht runter. Nee, ich bilde mir das ein. Aber ich merke gerade, das Stativ steht so am Bett. Immer wenn ich mich auf dem Bett bewege, das Stativ mitbewegt wird. So, das sollte jetzt nicht mehr passieren. Und wenn ich jetzt quasi nochmal, ja, noch einmal kurz unangenehme Geräusche. Moment, das ist falsch. Quasi so. So. Und dann so. Ja, okay, es geht doch definitiv langsam runter. Ja, es hält das Gewicht von dem Mikrofon nicht ganz aus. Muss ich mal überlegen, ob ich mir irgendwie so ein, ob es irgendwie so eine Gegengewichte auf der anderen Seite gibt. Ist das ein Metallkopf hier? Der Metalhead, der Boss? Naja, sieht nur so ähnlich aus, glaube ich. Ist einfach nur ein Ritter. Darf ich hier rein? Aha. Moment. Wir haben irgendwelche, ja, das habe ich leider erwartet, neuen Zauberer und neue Gegner. Okay, wie besiege ich die? Keine Ahnung. Aber es muss eine Möglichkeit geben, oder?
Weil die werden doch wahrscheinlich auch Edelsteine fallen lassen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich weiß ja nicht, ob die Edelsteine fallen lassen können oder nicht. Aber falls ja, weiß ich nicht, wie man sie besiegen soll. Ja, vermutlich nicht so. Well, fuck you. Was ist denn falsch bei dir? Okay, ich gehe erstmal weiter. Ich habe auch gar keinen Sparks mehr. Aha, du gibst mir jetzt bestimmt... Ich wollte gerade sagen, es wird wieder irgendein Sprint oder Feuer geben. Und du gibst mir vermutlich wieder Megafeuer, oder? Gut. Dann kann ich die... Ich wollte fragen, ob ich die damit abbrennen kann. Und Mikro, jetzt hör auf, immer tiefer zu rutschen. Okay, ich habe eine Idee. Wir müssen noch mal ganz kurz hier was umstellen, ja. Ich ziehe das weiter hinter. Professionelle Aufnahmen. Bye für Juju. So, dann kann ich jetzt halt nicht mehr hinten angelehnt sitzen. Dann muss ich wieder ungemütlich in LP. Nee, es geht nicht, das geht so nicht. Das ist wirklich ungemütlich. Naja, ich überlege mir was bis zum nächsten Let's Play. So, erstmal kurz wieder alles erledigen hier. Natürlich außer dieser hässlichen Ritter, weil die muss ich jetzt halt gleich anders machen. Offensichtlich. So, was vergessen? Nein, dann gib mir Feuer. Und diesmal möchte ich bitte nicht runterfallen. So, funktioniert das jetzt so? Ja, aha, okay, gut. Du auch weg. Ich hatte hier noch einen. Und hier noch einen, sehr gut. Den Edelstein hatten wir wohl Sparks gerade schon eingesammelt, weil ich habe ihn definitiv nicht eingesammelt. Ich habe hier gerade was gesehen. Kann ich die Tür auch mit diesem Feuer aufmachen? Weil ich habe dahinter gerade so eine Insel gesehen. Und es sieht mir noch fast so aus, als könnte ich da noch hin. Und überhaupt, wie komme ich denn dann auf die andere Seite? Na gut, holen wir uns erstmal Feuer nochmal. Vielleicht muss man ja auch durch diese Tür. Habt ihr diese Kamerafahrt gerade gesehen? Oh, wow. Okay, also erstmal... Aha. Es sieht aber nicht so aus, als würde mir das irgendwas hier bringen. Ah, okay, hier ist ein Strudel, den habe ich nicht gesehen. So. Gut, das ist doch schon mal ein ganz guter Fortschritt. Diese Insel ist echt leicht zu übersehen, muss ich an der Stelle mal anmerken. Ja, das habe ich jetzt fast schon erwartet, dass man das noch braucht hier drüben, das Feuer. Dass man schnell genug sein sollte. Und es sieht mir gerade nicht so aus, als wäre hier drüben nochmal so eine Fee dafür, deswegen gehen wir uns das auf jeden Fall nochmal holen. Und da müssen wir ganz schnell rüber. Diese Kamerafahrt. Okay, zwei. Schnell. Ja, und mit schnell meine ich wirklich schnell, weil es fängt jetzt schon an zu piepen. So, ich hoffe einfach mal, dass ich den jetzt nicht noch weiter hinten brauche, sondern dass das jetzt erstmal genügt. Oh, hierfür brauche ich doch auch so ein Feuer, ne? Ja, und dafür auch. Ne, da muss aber hier gleich nochmal welches kommen. Hallo, Kosuko. Hey, Spyro. Alle Drachen wissen, dass ein Feenkuss magisch ist. Finde ja heraus, was er für deine Flammenkraft tut. Weiß ich doch schon. Drache Nummer 60. Und der klang irgendwie ganz schön begift, muss ich an der Stelle mal anmerken. Ja, das habe ich erwartet. Oh Gott.
Ja, und wenn da auch so eine Tür ist, nee, ich glaube, das schafft man wirklich von drüben nicht. Das ist zu heavy, genau. Hier ist schon die nächste. Sehr schön. Aber natürlich erstmal wie immer den ganzen Nebenkram hier holen. Ich muss auch gleich nochmal gucken, es müsste ja auch hier wieder eine Trophäe für dieses Level geben. Muss ich gleich mal schnell drüber schauen. Oder wir machen das Level einfach erstmal fertig und wenn ich sie dann nicht gekriegt habe, gucken wir nochmal. Hier, küss mich. Arigato. So, dann auf jeden Fall erstmal wieder die Viecher und die Tür. Und die Truhe. What? Okay, das hat gereicht. Ich habe mich nur gewundert, weil die ist nicht aufgegangen, sondern ist einfach gerade, ist einfach rausgesprudelt quasi. Ich hoffe mal, dass ich hier oben nicht nochmal die Flamme brauche, weil sonst müsste ich da logischerweise nochmal durchsprinten. Eine Sekunde mal, ich bin noch nicht fertig hier. Ich wollte noch gucken, ob hier was ist. Ist aber nichts, okay. Ne, es sieht mir dann nicht so aus, als bräuchte man die Flamme hier hinten noch, weil das wäre dann wieder hier schon wieder zu viel des Weges. Darüber könnte ich mit dem Gleitflug locker kommen. Aber schauen wir uns erstmal weiter um. Aha, hier kann ich sprinten. Das machen wir gleich. Okay, ich muss es machen. Ich sehe schon. Coole, hübsche, neue Dinger. Also die sind nicht mehr, das sind halt nicht mehr die gleichen Pfeile hier, ne? Die sind schick. Schick her. Okay, auch hier sieht so aus, als würde es noch irgendwas bringen, noch weiter durchzusprinten. Oh ja, auf jeden Fall. Hier gibt es noch zwei Türen, die man so öffnen kann. Okay, aber hier ist auch eine Fee, also brauche ich den Sprint dann doch nicht. Zumindest nicht für die Türen. Oh Gott. Aha. Oh hey, letzter Drache in der Welt, glaube ich, oder? Lutalo. Extra mal so scheiße ausgesprochen. Haltet eure Hörner fest, hier kommt Spyro. Geduld, Kleiner. Bald kannst du es mit dem wichtigsten aller Gegner aufnehmen. Mit Nasty Nog. Klingen die in der Welt eigentlich alle so? Grasig. Hier, kiss mich. Küss mich, Bitch. So, wow, what the fuck, Kamera. Machen wir erstmal direkt gegenüber hier. Gibt es wahrscheinlich auch in alle Richtungen dann noch irgendwas, wofür ich das brauchen könnte. Aber es ist wirklich gut zu wissen, dass man mit diesem Atem sogar diese silbernen Truhen und sowas aufkriegt. Also ganz normal aufkriegt. Wieso habe ich eigentlich... Wann habe ich denn Schaden genommen? Wann habe ich denn zweimal Schaden genommen? Dass meine Mademoiselle oder mein Mr. Sparks, keine Ahnung, ob das ein Kerl ist oder eine Dame, nur noch grün war. Hört mich ja doch ein bisschen so. Hier ist kein Schloss dran, ne? Okay, gut, dann muss ich hier also mit dem Feuer nochmal durch. Sollte, glaube ich, das geringere Problem sein. Sekunde mal. Warum habe ich nur das Gefühl, dass es mit diesem Loch irgendwas auf sich hat? Das ist ja theoretisch hier. Ha. Werden wir leider erstmal nicht rausfinden können. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich kann das auch einfach so probieren, dann muss ich nicht mit dem Feuer darüber. Ich weiß auch gar nicht, ob das Feuer so lange reicht, weil mit dem Sprint schaffe ich es definitiv, wenn ich mich nicht doof anstelle. Na mal gucken, ich probiere es jetzt einfach mal mit dem Feuer. Ach, das sollte auch mit dem Feuer locker reichen. Ja, kann ich sogar dreimal hier rumlaufen. Dankeschön. Hier gibt es bestimmt auch wieder 500, oder? Dann fehlen immer noch ganz schön viele, obwohl ich schon voll viele habe. Und es fehlt auch noch ein Drache. So, gucken wir erstmal hier weiter. Wie gesagt, hier fehlt bestimmt... Brauche ich bestimmt auch nochmal für irgendwas die das Flämmchen... Ja, ja, genau, da ist nämlich schon wieder ein Monsieur. Oh Gott.
Dann machen wir es lieber gleich. Das könnte anstrengend werden, in der Zeit die Treppe hochzuspringen, aber ist okay. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Okay. Oh Gott, das hätte ich fast nicht getroffen. Oh Gott, es wird auch verkehrt. Ist natürlich noch einer. Den habe ich jetzt und noch sogar. Ganz schön viel. Achso, aber hier ist auch eine Dame. Also hier brauche ich gar nicht das von da hinten mitnehmen, sondern kann mich einfach nochmal neu kissen lassen. Aber dann frage ich mich jetzt doch gerade, mir fehlen noch 153 Edelsteine. Wo? What the fuck? Ich bin am Exit. What the fuck? Ich bin am Exit, mir fehlen noch 127 und noch ein Drache? Moment. Okay, ich habe eine Vermutung. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob die stimmt. Also nur eine grobe Vermutung und ich weiß noch nicht, falls es richtig ist, wie es geht. Aber ich habe das Gefühl, man kommt irgendwie noch hier rauf. Oh, und da fällt mir gerade noch was ein. Mir fällt da gerade noch was ein. Moment, ich brauche noch mal einen Pilz für Sparks. Okay, überlebe ich diesen Sprung? Ja, komm, vertrau. Ja. So, mir fällt da nämlich gerade noch ein. Da drüben ist noch diese Insel. Da war ich noch nicht. Da müsste ich ja noch irgendwie hinkommen. Aber von hier aus darüber gleiten, das traue ich mir nicht zu. Das traue ich auch offen gesagt Spyro nicht zu, dass das ausreicht. Es muss theoretisch hier noch irgendwo einen Weg geben, den ich noch nicht gesehen habe. Und das Loch da oben ist halt mega verdächtig. Das könnte halt der Rückweg sein oder so, aber dann brauche ich ja auch erstmal einen Hinweg. Huh. Na, jetzt wird's spannend. Wie soll das funktionieren? Ha. Nee, ich wollte das nicht. Also, ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber ein ganz kleines bisschen verwirrt, überfordert bin ich gerade. Ihr wollt doch... Okay, ich habe jetzt eine Idee und die finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ich hoffe, dass sie nicht der Wahrheit entspricht, weil das wäre der absolute Killer. Nee, okay, gut, so hoch kann er nicht springen. Tja, aber wie komme ich auf diese Insel da drüben? Beziehungsweise irgendwie hier weiter hoch in dem Turm, oder? Also ich meine, klar, ich kann das probieren, aber... Oh, wow, what the fuck. Das funktioniert ja im Leben nicht, ne. What?
Ihr wollt mich aber nicht verarschen oder sowas, oder? Weil ich fühle mich offen gesagt ein wenig... Nicht euer Ernst. Ich fühle mich offen gesagt ein wenig verarscht. Die Typen respawnen ernsthaft. Nee, also ich habe echt überhaupt keine Ahnung. So, null Idee. Vor allem, weil da muss ja noch ein Drache sein. Mir fehlt ja noch ein Drache. Und die Drachen sind doch eigentlich nicht gut versteckt. Das sind doch ja eigentlich mehr so die Wegweiser-Collectibles, die man definitiv findet. So, what the fuck? Naja, schieß mich nicht ab. Irgendwie manchmal von hier? Nee. Ich bin überfragt. Ganz offen gesagt. Müssen wir wohl nochmal Freund Google fragen, weil ich habe echt keine Ahnung und ich möchte nicht noch 20 Minuten Partzeit damit verschwenden. Spyro, Spuk, Türme. 48 Sekunden Video. Das gucke ich mir nochmal schnell an. Nee, das hat meine Frage nicht beantwortet. Also ja, okay, ich habe jetzt gesehen, was es noch ein kleines Secret gibt, aber das bringt mir nur einen Fähigkeitspunkt und keinen Kram hier. Wo ist der? Moment, ich google mal nach letzter Drache. Das hat doch bestimmt noch irgendjemand gegoogelt. 19 Sekunden, den letzten Drachen im Spukturm finden. Aha. Das ist nicht euer Ernst. Schon wieder so eine Scheiße wie bei den Baumwipfeln. Also fast. Es ist annähernd genauso schlimm. Und es kommt einer Vermutung und einer Befürchtung, die ich vorher hatte... Erstaunlich nahe. Gut, aber jetzt mache ich erstmal noch das andere, was ich gerade noch gesehen habe. Und so, wenn man hier rüber fliegt, vorausgesetzt man schafft's, dann liegt da noch ein kleines Secret. Das will ich euch natürlich noch kurz zeigen. Es kann nur ungefähr 13 Versuche dauern, bis ich es da rüber schaffe. Auch jetzt gerade wieder nicht so mein Lieblingslevel hier. Okay, komm. Wieder viel zu tief. Wie gesagt, kann noch ein paar Versuche dauern. Danach gehen wir auf die andere Insel da hinten. Da weiß ich jetzt mittlerweile, wie man rüberkommt. Oh,
Komm schon. Oh, das war aber wirklich knapp jetzt. Versuch Nummer 4. So ähnlich wird dann wahrscheinlich die rosa Tulpe im ersten Level auch versteckt sein. Das muss funktionieren. Ja. Ja, hier liegt so ein Hut. Wenn man den anzündet, macht's Bumm und wir kriegen einen Fähigkeitspunkt. Ja. Yeah. Okay, schön. Aber das ist ja, wie gesagt, irrelevant für die Gems und die Drachen und so weiter. Das ist ja das, was wir jetzt eigentlich haben wollen. Und das kann jetzt richtig, richtig, richtig lustig werden. Aber erstmal will ich nochmal ganz kurz gucken hier. Okay. Oh Gott. Da habe ich schon richtig Lust drauf. Merkt man mir wahrscheinlich an. Hab schon verkackt. Das kann richtig, richtig spaßig werden. Wirklich, das ist genau die gleiche Scheiße wie bei den Baumwipfeln. Also, wenn ich das ausgedacht hatte, naja. Hat eine sehr verdrehte Definition von Videospielspaß. Gut, Versuch Nummer 3. Und hier durch. Oh, echt jetzt? Da bin ich aber auch wirklich nur mit dem Pixel hängen geblieben oder so. Also ich denke mal, ihr wisst mittlerweile schon, worauf es hinausläuft. Wir müssen quasi da raus, dann auf diese, dann wieder auf den normalen Weg springen. Dann wieder dahin, wo der Strudel ist. Dann muss ich hier links um die Ecke, ja, also quasi darüber, dann wieder hoch und dann da, wo der Strudel ist, rüberspringen. Und so lang muss man schön den Sprint halten und darf natürlich nicht mal mit einem Pixel die Wand berühren. Schweige denn ins Wasser fliegen. Wirklich einfach nur stumpfes Auswendiglernen von dem Weg auch. Ach, das ist echt nicht. Das ist echt nicht spaßig. Ja, es gibt ein paar Sachen wirklich in dem Spiel, ein paar Collectibles. Wenn das jetzt irgendwie so ein mega krasses, super secret Collectible wäre, ja, dann wäre ich super cool damit, dass es versteckt ist. Aber für einen ganz normalen Drachen und ein paar letzte Edelsteine ist das echt einfach nur unnötig. Ne? Versuch Nummer 6 jetzt, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, ich habe schon nicht mehr mitgezählt. Will man einmal den Weg ein bisschen abschneiden, wird man auch gleich wieder bestraft. Das ist echt einfach nur nervig. Jetzt mal ganz oder wer denkt sich denn so ein Code aus, Alter? Ich hoffe, die haben sich für Teil 2 und 3 echt bessere Game Designer, also Level Designer meine ich, eingestellt. Stopp. Okay. Gut, hier ist Sparks. Guten Appetit. Das gefällt mir gar nicht hier. Dass hier schon wieder so eine Truhe ist, gefällt mir gar nicht. Aber hallo erstmal, letzter Drache. Du bist ein echter Superladungsexperte. Gut gemacht. Danke, ich hoffe, es war die letzte Superladung im ganzen Spiel. Okay, wenn man sie irgendwie für den Endboss nochmal braucht oder so, ja, dann ist das cool für mich. Aber das reicht dann. Ach du Scheiße. Das ist einfach nochmal ein ganz neues Level. Au. Hier geht's runter, das sollte ich jetzt nicht tun. Das wäre nicht cool, wobei da mittlerweile, also wenn ich da jetzt wahrscheinlich runterkomme, dann
Ich halte jetzt mal so viel von dem Spiel, dass da dann zumindest ein Strudel aufploppen würde, der mich dann wieder hier hochführt. Weil wenn nicht, dann wären wir hier an einem kritischen Grenzwert angekommen. So, jetzt muss ich erstmal schnell zusehen, dass wir... Okay, wie komme ich hier vorbei? Ich kann jetzt... Das Problem ist echt, ich kann jetzt nur riskieren, hier runter zu springen, in der Hoffnung, dass ich dann mein Feuer bekomme. Und der Strudel hier jetzt aufploppt. Kein Strudel. Bisher ist noch nicht schlimm, dass ich noch keinen Strudel bekommen habe. Noch kann ich in den Tod springen. Und... wirklich kein Strudel, also what the fuck. Okay, da muss man die also irgendwie anders töten, offensichtlich. So, jetzt springe ich erstmal kurz in den Tod, damit ich da oben bei dem Drachen wieder spawnen. Ich brauche mal kurz einen Chip. Aber habe ich das dann jetzt richtig verstanden? Ja, wenn man hier nicht schnell genug durchkommt, darf man sich also töten, weil... Man kommt ja hier nicht dran vorbei! Also ganz ehrlich, was soll ich machen? Wie soll ich hier noch dran vorbeikommen? Es gibt hier keine Fee mit Feuer, wenn ich das richtig sehe. Ich kann nicht runter. Ich kann die nicht töten. Supersprint kann ich hier auch nicht aktivieren. Hier ist nichts, was ich tun kann. Irgendwie muss ich das noch aufkriegen. Aber ich sehe hier keine Fee. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Die Baumwipfel sind offiziell nicht mehr das beschissenste Level im Spiel. Ne, keine Chance. Also wirklich, ich habe keine Chance, da vorbeizukommen. Was soll ich tun? Jetzt mal ganz ohne Mist. Was ist das? Also ich muss ja wirklich irgendwo eine Fee übersehen haben. Weil der Level-Designer kann nicht so schlecht sein, dass er was einbaut so, oh nee, wenn du hier vorbei willst, dann musst du schnell genug sein, wenn sie funktionieren, musst du dich erstmal töten. Das traue ich selbst dem schlechtesten Game-Designer dieser Welt nicht zu. Ich muss nochmal Google fragen hier. Spyro, Spuktürme. Letzte Rüstungen. Keine Ahnung, wie man das so googeln soll. Lad schneller. Ja, bla 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 Guide bla bla bla. Bla 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 bla. Okay. Kristall da. Aha. Danke für nichts. Also wirklich, danke für überhaupt gar keine Hilfe. Hier ist ja auch kein Supersprint, oder? Aha, okay, die fallen nach einer Zeit wieder um. Das ist gut zu wissen. Gut.
Zumindest das. Bin ich dann jetzt hier schnell genug? Ja. Cool. Ach, ich nehme trotzdem nicht zurück, was ich gesagt habe. Okay, und jetzt muss ich mit dem Feuer erstmal die ganzen Viecher killen und dann muss ich schnell genug sein. Also danach, ich mache das jetzt erstmal eins nach dem anderen hier. Diese Truhe noch zu öffnen. Und dann sollte ich theoretisch alles in diesem Scheißlevel erledigt haben. Hey, Moment mal. Ich habe gerade unendlich langes Feuer. Alter. So, jetzt gucke ich jetzt nochmal, ob ich hier von allen alles eingesammelt habe. Gut, sieht so aus. Okay. Boah, das ist ja cool. Hier gibt es unendlich langes Feuer dafür. So, dann bitte die letzten Edelsteine. Danke. Boah, war das anstrengend. Okay, dann gehen wir noch schnell zum Level-Exit wieder. Und dann ist gut. Der Part war jetzt entsprechend natürlich ein kleines bisschen länger. Aber gibt Schlimmeres. Ah, schade. Wäre cool gewesen, wenn mein Feuer jetzt noch weitergegangen wäre. 38 Minuten. Heilige Scheiße. Habe ich ganz schön lange gebraucht an diesem scheiß Level. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann schauen wir uns mal an, was es hier noch so gibt in der Welt.